Ja, hey und servus YouTube, herzlich willkommen zurück auf der Bindelbach. Ja, und los geht's mit GPS-Häckseln. Das Zürn Profi-Cut, ja, ist jetzt vorne dran und nach wie vor sind dabei der Maxi und der Benny. Servus. Und ich werde den Sound ein bisschen leiser drehen müssen, so jetzt passt es. Rundumleuchten können wir ausmachen und ihr könnt sicherlich feststellen, der John Deere ist nicht gewaschen worden, warum auch. Das Coole ist, Höchstgeschwindigkeit können wir da halt 15 km/h fahren, also kannst du eigentlich schon mal 15 als Tempomatstufe einstellen. Arbeitsbreite von 6 Meter. Maxi, magst du mir ganz kurz im Shop noch schauen, was da drin steht? Ja. Ich glaube aber 6 Meter hat das Zürn. Oder 95. Ich glaube 95. Und 80. Da steht nichts dabei. Es heißt ja 659, ja, und 686 ist das meist gewesen mit 860. Es müsste an sich hinkommen. Bei 10 Reihen ungefähr. Mit 75 cm. Naja. So, ja. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, gehen wir außen dreimal oder mindestens zweimal rundum. Ich werde jetzt einfach mal keine Rücksicht auf euch nehmen, sondern einfach nur mal durchfahren. Weil es wird eh lang genug dauern mit 6 Meter. Es ist ja quasi, als wenn du das ganze Feld grubbern würdest. Nicht der Ernst, oder? Bitte. Warte, das kriegen wir sauberer hin. Ah, perfekt. So, lala. Ja. ...1070, apropos, das war richtig geil, wenn das, wenn ich die mal vorstellen könnte. Aber das, glaube ich, wird eher Wunschtraum bleiben. Das wäre nämlich Hammer, weil das wäre so richtige Grafikkarte für viele von euch, die vielleicht so mal über gute 1000 Euro hinausgehen, so 1200 Euro. Das wäre halt einfach brutale Leistung. Und das wäre genau das Budget dafür. Naja, außer ich bekomme wieder einen Auftrag für den PC zusammenbauen, der eine 1070 drin hat, dann kann ich den natürlich ein bisschen genauer durchleuchten. An sich. Aha, Benni, wie viel Prozent hast du? Nein, 100, ja. Maxi schläft schon wieder! Ja, ja. Ui, weiter geht's. Also ich bin der Meinung, da kommt relativ viel zusammen, oder? Wir sind mal einmal rum, ein bisschen mehr als einmal. Bei euch geht jetzt genau gleich für eine, oder? Müsste eigentlich. Ja. Wenn Benni mit Aufsatz fährt, geht gleich viel rein in den Grabmeier und in den Fliegel. Was ich euch noch erzählen wollte, was sicher schon einige bemerkt haben, denn einige von euch haben nicht nur mich als den, bei dem sie Videos schauen, sondern auch einen Hardware-Channel, den Zenchillis Hardware-Reviews mit, glaube ich, inzwischen 47.000, 48.000 Abonnenten, den ich, muss ich sagen, auch regelmäßig schaue und wirklich ein super Kanal finde, der eigentlich wirklich top, immer Vergleiche macht, irgendwelche Videos macht, also super, interessiert mich halt wirklich meistens immer sehr. Und da gibt es ein Format, das nennt sich jetzt Tech Battle. Da könnt ihr eure Systeme, eure PCs, eure ganze Setup, Desktop und so weiter in Form von Bildern und einem Video einsenden und das kann dann verwendet werden für ein Video von ihm. Jede Woche, Mittwoch kommt eben ein Format, werden 4 Setups vorgestellt, die eingeschickt werden. Natürlich sollte das Ding alles eine ansprechende Qualität haben, aber es ist jetzt keine Pflicht, da irgendwelche High-End-Gaming-Rechner wie meinen oder so hinzustellen. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe dort mitgemacht, beziehungsweise mein System letzte Woche eingeschickt und ja, es hieß dann, dass irgendwann im Juni noch nicht alle Folgen voll wären. Da dachte ich, okay, die kommt dann irgendwann Ende Juni. Aber nun habe ich schon von diversen Leuten gehört und auch schon das Video gesehen an sich in der Beschreibung. Ich konnte es nicht anschauen, weil ich, wie gesagt, seit 1,5 Tagen kein Internet habe und genau an dem Tag kam das Video, ich glaube, nachmittags raus.
Und da mein LTE zu Hause im Handy so schlecht ist, dass ich mir nicht mal ein Video anschauen kann, beziehungsweise ist dann kein LTE, sondern eben dieses E-Netz, ja, kann man es dann knicken, sowas anzuschauen. Und auf jeden Fall konnte ich es bis dato nicht sehen. Das werde ich aber heute nachholen. Und ja, wie gesagt, dort haben schon einige richtig erkannt, dass dort mein Setup zu finden ist. Und ich weiß nicht, Maxi, du hast es schon gesehen, gell? Jo, stopp, voll. Jo. Da wird ganz schön hektisch da. Warte mal, wir sind... Ja, stimmt, wir sind mal genau einmal rundum jetzt mit dir, gell? Weil du wirst ja innen auch ein bisschen schneller fertig, ja, desto weniger Fahrten du hast. Ich würde jetzt vorschlagen, wir fahren hoch und runter, so wie jetzt gerade. Zünn wurde erkannt. 96 hat's. 96. So. Ja, ich bin mal gespannt, was er da so zu meinem Setup sozusagen hat. Wie ging das aus? F. Nee, ja genau. Und anscheinend. Oh, 6,20. Ich hab mich vertan. Okay. Es sind doch 95, also oder zumindest 6,20, weil 96 hat das Maisgebiss. Denke ich es mir doch. Also gerade mal 70 cm weniger Arbeitsbreite. Dafür möchte ich behaupten, durchaus mehr Häckselgut. Ich bin mal gespannt, was da insgesamt zusammenkommt. Ich hoffe, dass nach der Folge ich mal jemand anders überreden kann, in den Häcksel einzusteigen, weil ich will den auch gerne mal... Okay, ja, gerne. Noch ein paar Minuten, heute ist noch aus mit dem Getreide. Ist ja doch ein bisschen was anders. Ich glaube aber, dass so ein bisschen relativ starker Zoom in der Innenperspektive vorhanden ist. Vielleicht ein bisschen zu nah. Also kommt mir schon so ein bisschen vor. Aber dafür kann man mit 15 km/h heizen. Nee, mir kommt es echt so vor, dass einfach die Perspektive ein bisschen zu nah ist. Man sieht halt leider nicht so viel im Bild. Die Augen sehen weit mehr. Deswegen, wenn man halt die Armaturen sehen will, sieht man halt nicht mehr, wohin man fährt. Das ist so, ja, so immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Und jetzt ist der John Deere schon richtig staubig. Voll im Einsatz. Ich hoffe, der brennt nicht ab, wie so manch andere Häcksler. Naja. Ich glaube, das war nur ein schwarzes Gitter. Das müsste eigentlich nur eingefärbt werden. Dann, ach, auf der einen Seite ist es schwarz, auf der anderen Seite ist es grün. Oh. Gut, da wurde ein bisschen mit Photoshop zu viel rumgespielt. Aber ist jetzt nicht tragisch. Der Häcksler sieht in dem Grün, finde ich, wirklich super aus. Wenn ich jetzt wieder 100 Leute frage nach dem, kriegen wir? Nein, kriegt ihr nicht. Darüber wird es übrigens auch nochmal ein Video geben über Kommentare und über Mods und Mitspielen. Das sind nur drei. Das sind drei Worte, die mich und auch andere Mitspieler sehr, naja, nerven und beschäftigen. Aber dazu das mal an anderer Stelle. Das sollte mal außerhalb vom LS gesagt werden. Oh, Maxi, ja, ihr habt's ja ganz schön zum Fahren, gell? Ja. Man schafft's genau. Ich bin Vollgas weggestanden. Okay. Ja, mein Gott, zum Umdrehen, so 2 Sekunden schneller jetzt schon sein können, aber wie schnell geht denn deiner? 60 oder 50? 52. Und Benni, deiner 52, oder? Jo. Ja gut, dann passt's. Wenn wir jetzt nur einen 60er da hätten, aber mein, passt schon. Und wir haben ja das Feld ja in Rekordzeit, also das geht, das, irgendwie macht das weitaus mehr Bock als normale Maisexen, keine Ahnung, irgendwie finde ich das total geil. So, da kann man mal bei den Produzenten zuschauen. Im Prinzip eigentlich jede Sekunde, also in 2 Minuten bist du voll. Das ist Wahnsinn, gell? Ja. Also, wenn wir da so größere Distanz hätten, dann bräuchten wir fast schon 3. Abfahrer. Leider schaut es nicht so aus, als würde die nächste Zeit noch jemand kommen. So. Und wieder 35 und der Benni ist wieder auf dem Weg.
Ja gut, die kürzen ja eiskalt ab, gell? Ah, ja. Nein, ich bin außen rumgefahren. Bin ich kürzt ab. Ja, durch die Wiesen. Ja gut, dann schaffst du das schon. Dann bist du ungefähr bei 80% bei uns. Nee, nicht mal. Bei 70. Ja, dann ist ja das. Ich glaube, dass bei Maxi da länger dauert hat. Was wird der Typ wieder finden? Einen Müllsamm, da bitte. Ja, 60 bist du da, bist 70 mindestens, ja, 75. Sowas um den Dreh. Ja, aber man ist zumindest doch relativ eingespannt, dass es nicht zu langweilig wird, weil wenn du 5 Minuten warten musst, bis der andere voll ist, dann bringt es ja irgendwie nicht. Was, Maxi, wir nehmen jetzt immer die zweite Spur. Max. Obwohl, ja. Ah, los. Muss ich aber hinten vorbei. Ja, genau. Hat den Marc gerade gedacht. Jetzt hat er die gefunden. Ja, perfekt. Das war aber sogar gedüngt, oder? Ja, das ist nach wie vor gedüngt. Ja, standardmäßig ist alles gedüngt. Ja. Ja, an sich können wir wirklich einige Felder per direkt per GPS machen, weil da so viel zusammenkommt. Das ist jetzt, glaube ich, der 4. Hänger, oder? Ich bin 2-mal. Du bist 2-mal schon gefahren? Ja. Und du magst sie 1-mal, oder? Ja, das ist jetzt mein 2. Okay, ja, dann sind es doch. Passt die vor? Jo. Ja, der GPS-Kurs ist ein bisschen schräg. Egal, wir fahren jetzt einfach nach dem Kurs. Also, ja, das wird jetzt dann ein bisschen knapp. Ja, ich fahr mal rechts. Egal. Ist jetzt wurscht. Das ist dann da doch 5 Anhänger ungefähr, kann man sagen. Das ist, boah, einiges. Ich nehme jetzt gleich die erste wieder ganz kurz, warte. Da kannst du jetzt nur kurz stehen bleiben. Ach Mist, das hängt wieder nicht ab da. So. Das Ganze dann nochmal durchstechen, dann wird es schön quadratisch. Perfekt. So. Dann können wir eigentlich durchfahren. Und fahren auf die andere Seite um, gell, Benni? Also da drüben, jawohl. So, perfekt. Und Maxi ist schon wieder, ist noch am Abladen, okay. Ja, Benni, der ist 25%, das schaffst du definitiv. Ich glaube sogar, das ganze Feld geht bei ihm im Anhänger rein. Obwohl, ja, müsste. Das glaube ich nicht. Ja, könnte knapp werden, so ein, zwei Bahnen werden vielleicht bleiben. So viel Volumen hast du jetzt auch nicht. Ja, aber es passt wieder perfekt mit der Folge. Also, das könnte man genauso schaffen, so auf 16 Minuten. Wieder außen, machen wir einfach nur außen rum dann. Es sind nur 4 Bahnen. Also ich denke mir, das geht rein. Ja, zumindest 2 Bahnen gehen rein. Die letzte wird übrig bleiben. Und Max ist auf dem Weg. Du hast 60%, das reicht auch wieder locker. Aber ich weiß nicht, ich finde das mit dem John Deere richtig Hammer. Es macht einfach riesig Spaß. Wenn was komplett neu ist. Weil selbst den Lexion hat man halt wirklich seit der Cold Brew oder seit wann er rausgekommen ist in jedem Pack dabei. Mit einer Ausnahme. Und zwar, ja okay, mit 2 Ausnahmen, Oldtimer und Youngtimer. Muss ich sagen, von dem her. 73, 75, 80. Ja, wie gesagt, 1,5 Bahnen bleiben übrig. Vor allem bei dir füllt er jetzt wirklich im Sekundentakt auf, also Wahnsinn.
Es geht richtig, richtig schnell. Ja, was war's vorab? Jo. Wir machen dann Maxi und die letzten zwei Bahnen. Und dann haben wir an sich ja noch genau Feld 84, das ist weiter unten, das ist ungefähr genauso groß, vielleicht ein bisschen kleiner sogar. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und da werde ich dann nicht mehr häckseln, da werde ich dann abfahren. Am liebsten mit einem 30, aber den lasse ich Maxi, aber der ist schon richtig geil. Ja, mal schauen, oder wir haben nur einen anderen Geheimtipp. Ja gut, den New Holland will ich nicht freiwillig nehmen. Ja, ein Optum wollten wir uns irgendwann mal kaufen, aber wir haben ja kein Geld. Wir haben ja was? Wir haben Minus? Wieso? Weil ihr Kredit zurückzahlt habt. Komplett? Geld. Nein, nicht ganz. Ach so. Aber das, was gegangen ist. Ja, ist nicht schlecht. Passt perfekt. Schade, dass es hier keinen Stundenzähler gibt, weil ich glaube, mit dem John Deere will man einiges an Arbeitsstunden zusammenkratzen. Jo, perfekt, Freunde, wir sind durch. Wunderbar. Und das heißt, Feierabend für die Folge. Und in der nächsten werden wir uns nochmal ein anderes Feld vorknöpfen. Aber ich dann als Abfahrer. Jo, gut, bis dann, macht's gut. Servus, schönen Abend. Servus.